Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin jetzt Mendente, wir spielen noch Risk of Rain, wir sind immer noch der Miner und gehen ein Level weiter. So sieht's nämlich aus. Wir haben mittlerweile schon, ja, mit 760 Leben, ganz passabel Leben auch nicht, schon wieder diese blöden Zankentums. Me hates Zankentums. Also ich mag die Zankentums aus dem Grund nicht. Erstens ist sie vom Leveldesign eine ganz furchtbare Stage, denn wenn man jetzt rechts runter geht, ihr kennt das Spiel ja schon, ihr habt die Stage auch schon ein paar Mal gesehen. Dann, also wenn man jetzt rechts runter geht, dann... Ich ditch mich mal wieder hoch. So, du kannst mich mal. Ich brauche nämlich ein bisschen Geld, um da oben welche Sachen aufzumachen. Nicht so unbedingt das hier, das ist nämlich ein Schrein. Aber hier vielleicht den random Roulette gerade. Nee, also erstens ist es eine doofe Stage, denn wenn ich nach rechts runter gehe, da, hier an dieser großen Klippe, dann komme ich nur... zurück, wenn ich... Wie viele Schreine will mir das Spiel diesen Run geben? Na komm. Ja, also, wenn ich hier unten runterfalle, rechts, komme ich nur zurück, indem ich einmal komplett außenrum, unten lang den Level neu besuche. Was schon mal scheiße ist, weil halt viel laufen und wenn man dann nur einen Gegner nach dem Portal-Event hier irgendwo stehen hat lassen, dann ist das natürlich sehr ärgerlich. Zum Beispiel dafür und alternativ... ist es auch dann ärgerlich. Alter, wie viele Schreine hier stehen. Also ich meinte nicht Alter, weil wegen ich habe meinen Dash verkackt, sondern Alter, okay, jetzt meine ich, mache ich gleich Alter, weil ich meinen Dash verkacke. Aber wie viele Schreine hier auch einfach stehen, ey. Mhm. Wieso liegen da jetzt? Achso, das eine ist der Schrein und das andere ist meine Drohne, okay. Hat doch ganz gut gemacht, oder? Hat ganz gut Kavemti gemacht da unten. So, und jetzt können wir den Schrein da oben auch gleich benutzen. Also jedenfalls so, da unten rumlaufen ist doof und Kiten unter Wasser ist in diesem Spiel halt auch ätzend. Und Kiten ist meines Erachtens nach die wichtigste Fähigkeit in diesem Spiel, wenn man überleben will. Oh, schön. Das hat sich beides gelohnt. Die Drohne lassen wir liegen bei dem Preis. Und hi. Guckt euch die ganzen grünen Zahlen an, die da hochploppen. Trotzdem kriege ich mehr Damage, als ich heile. Ich kriege mehr Damage, als ich heile. Ja doch, das war richtig. Ha! Ich kriege mehr Damage, als ich heile. Ja, richtig. Und jetzt muss ich da ganz dringend raus, sonst bin ich nämlich tot. Das habe ich gar nicht so krass gesehen. Das war relativ plötzlich. Komm, fahr mal um, du einer da. Na toll. Das Item wollte ich jetzt nicht gerade unbedingt haben, aber okay, nehmen wir auch. Sag mal. Sag ich gerade, das Item wollte ich nicht unbedingt haben? Was macht das Spiel? Gib mir das Item nochmal. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen gerade. Das ist kritisch. Und ja, liebe Spieler, ich versuche mich gerade durch den Leeching Seed wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Ne? Und ich habe dabei sogar noch ein paar Gegnerplätte gemacht. So. Jetzt sehen meine Leben auch wieder ansatzweise annehmbar aus. Oh, Brokkoli! Und ja, ich weiß, es ist kein Brokkoli. Es ist ein 56-blättriges Kleeblatt. Und deswegen bringt es extrem viel Glück. Das ist ja der Trick an der Kiste. So, und darum können ziemlich Elite-Mobs mir auch Items fallen lassen. Und das reicht genau. Das ist der schlechteste Schrein, den ich je gesehen habe. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der gespawnt? Den will ich umbringen. Der gibt Items. Hier nicht. Bist du hier gespawnt? Hi. Ach, da unten bist du gespawnt. Da, wo man nicht kiten kann. Ja, das macht Sinn. Huch. Das war nicht so gewollt, wie ich es gemacht habe, aber okay. Ich bin auch gespannt. Es gäbe eine Sache, die mich am Miner unheimlich reizen würde, auszuprobieren. Ich glaube, dafür brauche ich aber ein Item, das ich euch noch gar nicht... Oh, fuck, da habe ich meine Item-Reihenfolge verfolgt, vor allen Dingen verwechselt. Es gibt eine Sache, die würde ich am Miner unheimlich gerne ausprobieren. Oh, kacke, da ist noch ein, genau, Wandering Vagrant gespawnt. Wir gehen hier mal runter. Oh, hier ist schon wieder ein Schrein, ey. Are you serious? Ach ja, das funktioniert ja nicht so, wie ich es mir gedacht habe, sondern das funktioniert ja anders. Und zwar würde ich gerne die Hitlist bekommen und dann damit zu Dieter Thomas Heck gehen. Wer nicht mehr weiß, was die Hitlist mit Dieter Thomas Heck zu tun haben könnte, der ist ein bisschen jünger als ich, das macht aber nichts. Das dürfte gerne sein. So.
Und zwar, die Hitlist ist ein Item, das man mit dem Bandit freispielen kann. Und die markiert randommäßig irgendwelche Gegner auf der Karte. Und wenn man die tötet, dann erhöht man seinen Grundschaden. Da es relativ wenig gibt, was in diesem Spiel meinen Grundschaden erhöht, ist das ein relativ cooles Item. Oh, das hat sich gelohnt. Oh, ein Benzinkanister wäre auf ihm auf jeden Fall schon mal göttlich. Oh, da hat sich mein Multiples Leaf Clover ja auch schon gelohnt. Oh Mann, das macht Spaß. Den hier wollte ich machen. Und ja, jetzt habe ich vollkommen vergessen, worüber ich davor am Reden war. Ach genau, ich wollte die Hitlist haben und dann würde ich gerne wissen, wie viel Schaden der komische Dash dann macht, weil der skaliert ja, also hier skaliert ja alles. Skaliert ja immer mit prozentual mit... Oh, das war dumm, ich habe die Tasten verwechselt. Skaliert ja immer prozentual... Ah, das ist ein geiles Item auf ihm, glaube ich. Das ist ein gutes Item. Der Charge Regenerator, haben wir den schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein gutes Item und ihr werdet es... Oh, live in Action erleben, da ist es nämlich schon. Sobald man einen Gegner tötet... Oh, nee, Heal. Sorry. Im Moment eher den Heal. Sobald man einen Gegner tötet, macht man diesen Blitzring um sich und der wird immer größer, je mehr Gegner man innerhalb des Timers, die das Ding... Oh, bis haben die mir viel Damage gemacht. Macht. Macht. Getan. Egal. So. Hier, also der ist am Anfang relativ klein und wenn man mehrere Gegner tötet, dann wird der Kreis immer größer und bringt immer mehr Leute um. Oh, hi. Hi. Ah, jetzt droppen hier nur noch Use-Items oder was? Voll useless. Also nicht useless, weil es ja Use-Items sind, aber... So, jetzt habe ich hier den Ring. And it burns. Ja doch, doch, ich erinnere mich, ich habe schon mal Ring of Fire gesungen, als ich dieses Item bekommen habe. Ich weiß, es ist eine sehr merkwürdige Art, sich zu merken, welches Item man schon mal hatte, aber es funktioniert ja anscheinend. Da können wir nochmal hier den hier machen, damit wir ein bisschen mehr Leben haben, weil wir rausgehen. Danke, Warbanner. Habe ich den Schrein, den Teleporter eigentlich schon gefunden? Ich glaube ja, ne? Nein, habe ich nicht. Gut, dass ich gesagt habe, glaube ja, dann sehe ich wieder so professionell in meinem Play aus. Hier oben ist nichts. Ach komm, wir können den, glaube ich, schon mal aktivieren. Ich glaube nicht, dass da noch so viele Sachen sind. Ja, das ist dieser eine Megaschrein da oben, der noch offen ist, der, glaube ich, noch gar nichts gedroppt hat auch die ganze Zeit. Aber ich glaube, damit können wir leben. Imp Overlord, wo ist denn der? Hier, nicht. Hi. Ich würde gerne mit dem Imp Overlord spielen. Wenn mir jemand sagt, wo er ist, gehe ich auch hin. Ist der hier? Auch nicht. Hüpf. Ist der da oben gespawnt? Wo ist denn der? Liebes Spiel. Na gut. Habt ihr diesen Effekt gesehen? Da ist mein ganzes Spiel für den Moment stehen geblieben, weil so viele Gegner auf einmal geplatzt sind und er das irgendwie berechnen wollte und nicht konnte. Und ihr seht, dieser Ring, der wird auch irgendwann richtig groß und das ist der Grund, warum ich vorhin mal sagte, der ist auf dem hier, glaube ich, auch richtig geil, weil man doch mit seinen ganzen AOE-Fähigkeiten so viel Massendamage auch anrichtet und so viel Massendamage auch kassiert. Diese Krabben. Also der Radius, den könnt ihr gerade auf dem Screen nicht mehr sehen. Das Ding ist noch aktiv, da bin ich mir ziemlich sicher. Das bringt einfach permanent gerade Damage mit rein. Das sind diese gelben Zahlen, die immer neben den Gegnern aufploppen. Ups. Da war es gerade kurz irgendwie im Screen. Wie wir es da reingekriegt haben, weiß ich nicht. Achso, der war das nämlich, der andere Dash. Seine Dashes auch richtig auseinanderzuhalten, finde ich auch nicht so einfach. Egal. Den Imp Overlord haben wir immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. Ist jetzt auch gerade im Moment nicht mehr so wichtig. Wir haben jetzt erstmal ein paar Millionen Leben dazu bekommen. Hier, ihr seht, die da oben kriegen Damage. Wo kommt der her? Weil ich meinen Ring bis gerade noch aktiv hatte. Und der dürfte jetzt aber ausgelaufen sein. Oder? Ja, jetzt ist er kaputt gegangen. Schade. War so ein schöner großer Ring. Egal. So, auf jeden Fall ist es auf ihm natürlich trotzdem ein geiles Item. Ach, hier oben bist du gespawnt. Hier oben in deiner Ecke hast du dich verkrochen, ja?
Auf jeden Fall, weil er halt relativ oft und relativ viel Gegner auch tötet und halt sowieso im Nahkampf ist. Also ich gehe sowieso mit den Dashes rein. Und sobald ich dann den Ring um mich drum habe, mache ich halt extra Damage. Das klingt doch generell nach einer Sache, die man haben will. Wenn ich das mache, was ich sowieso mache und das vorher schon ein bisschen effektiver gemacht habe, dann mache ich extra Damage an den Gegner. Für mich klingt das nach einem guten Deal. Oh, da ist noch irgendwo ein Koloss gespawnt. Also wahrscheinlich schon bevor der Imp-Overlord beschworen wurde. Hopp. Hopp. Komme ich da hoch? Nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich da mit einem To-the-Stars-Jump hochkäme. Aber hier vielleicht, oder? Ja. Der macht schon gewaltig hohen Jump, der To-the-Stars, ne? Muss man mal sagen. Machen wir mal den Leecher an und gucken mal, ob wir seinen Damage wegleechen können. Wir monitoren das sehr closely. Wir gucken also sehr genau darauf hin. Das sieht aber sehr gut aus. Also wenn der massive Leech an ist von dem Item, von dem To-Use-Item, dann können wir seinen Damage wegleechen. Und sonst machen wir den hier. Ne? Dup, dup, dup. Gibt noch einen Gegner. Der ist hoffentlich oben, denn da müssen wir sowieso noch mal hin, um den einen Schrein noch 10-mal zu benutzen, bis unser Geld alles. 10-mal wird nicht reichen, aber wir können ihn noch ein paar Mal... Ja, da gehen wir gleich hin. Gleich. Hopp. Hier war noch ein widerbürstiger Schrein, denn ich wollte, dass ich ihm Items entlocke. Der immer noch nicht will, dass ich ihm Items entlocke. Na toll. Das ist okay, das nehme ich. Und das nehme ich auch wenn das nicht so toll ist. Egal. Wir haben den widerbürstigen Schrein besiegt. Was will man mehr? Oh. Das hat noch Damage gemacht, ne? Finde ich gut. Das nicht. Das war dumm. Das war auch nicht so gut. So, jetzt aber. La 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 la. Vor allen Dingen kann er sich auch, wenn keine Gegner mehr da sind, also jetzt, relativ schnell über die Map bewegen. So, Leute, wir sind schon wieder ein Level weiter. Das geht irgendwie sehr flüssig von der Hand. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so weit kommen mit dem Miner. Egal. Ich denke mal, ich bin die Zementente. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder ein Abo dalasst. Ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.